Ich rede nur, ich angesprochen werde. Ne? Renate, ich würde dir noch was über die Axiale noch erzählen. Herzlich willkommen zum Roundtable vom ASCO 2019 in Chicago. Wir haben eine ganz tolle Expertenrunde, die ich Ihnen jetzt vorstelle. Von Ihnen ganz rechts außen sitzt Professor Wolfgang Janni, der Direktor des Universitätsfrauenklinik in Ulm. Daneben sitzt Professor Christian Jackisch, der Chefarzt der Frauenklinik und des Brustzentrums im Sana Klinikum Offenbach. Neben mir sitzt Frau Professor Harbeck, die Leiterin des Brustzentrums der Universität München, Großhadern und Innenstadt. Auf meiner anderen Seite Professor Michael Unch, der Chefarzt der Frauenklinik und des Brustzentrums am Helios Klinikum Berlin-Buch. Und noch ein zweiter, Professor Christoph Thomsen, der Direktor der Universitätsfrauenklinik Halle an der Saale. Ja, ASCO geht zu Ende. Es gab ein paar sehr schöne und eine ganz besonders gute Nachricht von hier. Aber wir fangen mal an. Es gab Daten zur erweiterten adjuvanten antihormonellen Therapie. Wolfgang, würdest du uns dazu was sagen, bitte? Ja, gerne. Vielleicht, um gleich das Fazit vorwegzunehmen, aus meiner Sicht nichts ganz Neues. Es sind zwei Studien mal wieder gewesen, jetzt in der Folge von vielen Jahren, zur Frage der erweiterten adjuvanten Therapie. Es wurde zum einen eine italienische Studie vorgestellt, der CIM-Gruppe zu 5 versus 7 Jahre endokrine Therapie und die Atomstudie aus Großbritannien 5 versus 10 Jahre Tamoxifen. Beide Studien wurden vorgestellt mit einer ja nicht neuen Fragestellung. Erstens, bringt eine längere adjuvante endokrine Therapie mehr Sicherheit in Bezug auf einen Rückfall der Erkrankung? Und die zweite Frage, wenn ja, welche Patientinnen sind dafür am besten geeignet? Zur zweiten Frage vielleicht gleich als erstes. Es ist so, dass die aktuelle Präsentation zur Atomstudie einen Test anwendete, den BCI-Test, letztendlich ein genomischer Test, ähnlich wie die Genexpressionstests, die wir auch in Deutschland kennen. Und zu einem dieser Tests werden wir später auch noch was hören, der in Deutschland nicht kommerziell verfügbar ist, aber eine ähnliche Grundlage und vielleicht Performance hat wie bei uns kommerziell verfügbaren Tests. Und letztendlich konnte gezeigt werden, dass bei Patientinnen, die ein hohes Risiko in diesem Genexpressionstest aufweisen, dass diese Patientinnen von einer erweiterten adjuvanten endokrinen Therapie über 10 Jahre mit Tamoxifen profitieren. Das ist, denke ich, nichts so Neues. Die derzeitige Verschreibungspraxis und der Therapiealltag in Deutschland spiegelt das schon wieder, dass wir vor allem bei Patienten mit einem hohen Rückfallrisiko, sei es definiert durch klinische Parameter, sei es definiert durch Genexpressionstest, durch die Tumorbiologie, dass wir bei diesen Patientinnen die erweiterte adjuvante Therapie empfehlen. Der Haken an der Studie 5 versus 10 Jahre Tamoxifen, das wird letztendlich nur wenige Patientinnen betreffen, weil wir natürlich in der postmenopausalen Situation aus guten Gründen einen Aromatase-Inhibitor ohnehin schon inkludieren. Aber ich glaube, zusammenfassend für mich hat die Studie nochmal gezeigt, Patienten mit einem höheren Risiko profitieren von einer erweiterten adjuvanten Therapie. Die zweite Studie aus Italien ist eine Studie, die letztendlich eine Fragestellung erneut untersucht hat, die jetzt nun schon häufig gestellt wurde, im Kontext eines Aromatase-Inhibitors, bringt eine längere Therapie etwas ja oder nein? Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass es vermutlich so ist bei bestimmten Patientinnen. Und das, denke ich, ist in line mit den Ergebnissen, die wir in den letzten Jahren, vor allem in den San Antonio Meetings, da wurden ja, ich denke, ein halb Dutzend dieser Studien in den letzten 3 Jahren vorgestellt, wie sich in diesen Meetings schon gezeigt hat, dass es Patientinnen gibt, die von einer erweiterten adjuvanten Therapie auch im Kontext eines Aromatase-Inhibitors profitieren. Das hat auch die Meta-Analyse der Early Breast Cancer Collateral Trialist Group gezeigt. Aber sie profitieren, je weniger, desto mehr Aromatase-Inhibitor vorher schon gegeben wurde und je geringer das Risiko ist. Oder andersherum gesprochen, wenn eine Patientin noch kein Aromatase-Inhibitor bekommen hat, wird sie definitiv von einer erweiterten adjuvanten Therapie
über wahrscheinlich mindestens 7 Jahre profitieren und vor allem dann, wenn sie ein höheres Risiko hat. Patientinnen, bei denen schon upfront ein Aromatase-Inhibitor gegeben wird und Patienten, die damit schon 5 Jahre Aromatase-Inhibitor bekommen haben, da wird wahrscheinlich nur bei wenigen Patientinnen durch eine erweiterte adjuvante Therapie ein Benefit zu erzielen sein. Aber zeigt es nicht auch, dass es, wir haben ja auch Patientinnen, die nach 5 Jahren, sagen wir mal, nicht aufhören wollen können, vom Kopf her oder so, dass es relativ sicher ist für die Patientin, eine Therapie weiterzuführen? Ja, ich glaube, das wird man ganz sicher natürlich, wie immer in der Medizin, im Sinne der individuellen Entscheidung mit einbeziehen. Wie ist die Verträglichkeit, wie ist die Knochengesundheit, was ja auch eine ganz wichtige Rolle spielt bei einer Aromatase-Inhibitor-Therapie. Wie ist die Verträglichkeit, wie ist die Präferenz der Patientin, das sind alles wichtige Kofaktoren. Aber ich sage mal so, nur weil eine Therapie gut vertragen wird, es stellt es natürlich für sich noch keine Indikation dar. Sodass die Abwägung mit der Frage, was erreiche ich dadurch, schon immer gestellt werden sollte. Michael? Ja, wie immer ist es aber wichtig, dass wir immer mit einer Zunge sprechen, weil das, was die Patientin natürlich hört, ist eine Meinung zu Daten und die sind klar dargestellt von Professor Jani. Nur wenn die Patientin dann in der Nachsorge bei einem Ärztin, Arzt, das ist jetzt kein Bashing, sich vorstellt und dann wird ihr gesagt, na, eigentlich sind 10 Jahre besser als 5 Jahre, aber sie ist nodal negativ, hat ein G1-Karzinom von unter 1 Zentimeter, dann glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir mit einer Zunge sprechen. Wir Ärzte, und du kennst das ja, wie verunsichert man ist, wenn man von 2 Ärzten 3 Meinungen hört. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man bei solchen Videostreams mit dabei ist und das später sich auch nochmal in Ruhe anschaut, damit man sagt, ich bin jetzt auf dem neuesten Stand und jetzt weiß ich, wie man es machen sollte. Insofern glaube ich, ist das schon von Vorteil, dass man immer wieder solche Veranstaltungen live mitsendet und mit diskutiert. Ich denke auch, also eigentlich muss man dem Herrn Jani wirklich zustimmen. Ganz wichtig ist, dass man mit der Patientin über die Vor- und Nachteile spricht. Wir wissen, dass ab dem Jahr 5 aufwärts oder spätestens ab dem Jahr 8 aufwärts der einzige Vorteil noch im Sinne einer primären Prävention eines Zweitkarzinoms liegt. Und dann kommen wirklich Dinge in Diskussion wie Knochengesundheit, aber auch Lebensqualität. Und die Frau Professor Hasenburg aus Mainz hat kürzlich eine sehr schöne Arbeit darüber publiziert, wie es den Patientinnen mit Brustkrebs in Bezug auf Sexualleben geht. Das ist gerade unter Aromatase immer ein großes Thema. Und ich denke, diese Dinge muss man mit der Patientin auch offen besprechen. Und das war ja, es gibt ja jetzt eigentlich sehr schöne Daten, auch zu einer Aromatase, man aus Österreich schon 2-3 Jahre her, ist jetzt aber auch voll publiziert, dass wirklich 7 Jahre Aromatase auf jeden Fall ausreichen, auch bei der Hochrisikopatientin. Und das sind natürlich 3 Jahre, die die Patienten dann gewinnen, was die Knochengesundheit angeht. Also Aromatase, glaube ich, ist der Stand 7 Jahre maximal mit der gleichen Schutzfunktion als wenn man 10 Jahre geben würde. Ich denke auch Lebensqualität. Natürlich. Also wenn alle was dazu sagen, dann sage ich auch noch was dazu. Ja. Ich glaube, wir sind in vielen Bereichen absolut bereit zu deeskalieren. Und wenn wir hier, so wie das jetzt alle gesagt haben, auf dem Boden der Evidenz deeskalierend beraten, dann müssten die Patientinnen doch eigentlich froh und dankbar sein. Denn es gibt kein Medikament, das keine Nebenwirkung hat. Und wenn dann einfach mal Schluss ist, das Überbehandeln, egal von wem es kommt, ist noch nie gut gewesen. Prima. Gab es denn ansonsten aus eurer Sicht zur Neoadjuvanz oder Adjuvanz noch weiterhin irgendwas besonders Interessantes? Ich würde nachher dann beim Thema, was du mir zugeteilt hast, Triple-Negativ, würde ich gerne auch zur Neoadjuvanz was sagen. Aber du hast ja sicherlich schon eine interne Reihenfolge dir schon Nein, sortiert. Also auf meinem Kärtchen steht Neoadjuvanz. Okay. Dann würde ich einfach mal mit dem HER2-neu-positiven Mammakarzinom beginnen. Und kann das relativ kurz machen. Wir haben in der Vergangenheit gelernt, dass die Patientinnen, deren Tumorbiologie eine primäre oder eine systemische Therapie erfordert, gut davon profitieren können, wenn man das neoadjuvant, also vor der Operation, macht. Und hier gibt es 2 große Lager. Das eine ist das HER2-neu-positive Mammakarzinom und das andere ist das eben gerade angesprochene triple-negative Mammakarzinom. Beim HER2-neu-positiven Mammakarzinom ist es bisher so gewesen, dass wir immer eine Chemotherapie mit einer entsprechend verfügbaren Anti-HER2-neu-Therapie kombiniert haben und damit sehr gute pathologische Komplettremissionen erreicht haben. Und jetzt dreht sich der Schuh einfach um und das ist eine
Präsentation von Frau Hörwitz hier aus den USA gewesen, die die Christine-Studie vorgestellt hat, bei der in der neoadjuvanten Therapie eine Zweifachkombination der Chemotherapie mit Platin und Docetaxel und Pertuzumab und Trastuzumab eingesetzt wurde und das ist also der Therapie Goliath gewesen und die kleinere Therapieeinheit des TDM1 mit Pertuzumab, eine reine antikörpergesteuerte Therapie mit ein ganz wenig Chemotherapieanteilen und diese Ergebnisse sind zum Hypothesen generieren und zum Entwickeln neuerer Therapien sicherlich sehr interessant, stellen überhaupt keine Veränderung unseres Therapiealltags dar. Interessant war zu sehen, dass unter der chemotherapiefreien Antikörpertherapie am Anfang bis zur Operation in diesem halben Jahr etwas vermehrt progrediente Erkrankungen auftraten, dass aber dann das hohe Event-Free Survival nach 3 Jahren identisch gewesen ist. Und was ich persönlich sehr interessant fand, dass eben auch die These, dass die Patienten, die eine komplette Remission erfahren in der Brust- und der Achselhöhle, in beiden Regimen das gleich gute Outcome hatten und die, die es nicht hatten, ebenfalls die Kurven lagen, also deckungsgleich übereinander. Was nimmt man davon mit? Der Weg zur optimalen Anti-HER2-neu oder gegen Anti-HER2-neu-Signal gerichtete primäre systemische Therapie ist noch lange nicht zu Ende. Und es gab auch, um das nur ganz kurz anzureißen, einen interessanten Ansatz zur Heterogenität der verschiedenen Zielstrukturen in dem Brustgewebe. Da sind wir noch lange nicht am Ende, um zu verstehen, wann eine Komplettremission entsteht und wann keine entsteht. Ganz interessante Daten, die für die Zukunft neue Wege aufteilen. Damit würde ich den Bereich abschließen. Gut, dann würde ich jetzt zu dir. Willst du dazu noch was? Wir reden jetzt zum Thema Neoadjuvant und wir hören immer nur was von Medikamenten. Ich denke, man muss die neoadjuvante Therapie auch im Konzert mit der Operation sehen, mit der Lokaltherapie. Und auch dazu gab es eine interessante Diskussion, wie behandle ich die Achsel, wenn primär Lymphknoten vor der Therapie, sozusagen Lymphknoten, nachgewiesen worden sind. Man würde ja heutzutage diese Lymphknoten stanzbiopsieren, um eine Histologie zu bekommen und bestenfalls auch einen kleinen Clip in diese Lymphknoten versenken, damit man die später wiederfindet, um sozusagen nach der Chemotherapie, nach der neoadjuvanten Therapie diesen Lymphknoten beurteilen zu können. Und wie man dann genau vorgeht, ob man dann wirklich gezielt nur diesen Lymphknoten entfernt oder ob man eine axilläre Dissektion machen muss, das war eine ausführliche Diskussion. Aber um ehrlich zu sein, da sind die Amerikaner momentan auch noch genauso verwirrt wie wir. Wahrscheinlich wird es davon ausgehen, wie schwer der Lymphknotenbefall, wie groß der Tumor war und davon abhängig dann auch das Ausmaß der axillären Intervention. Was nimmt denn die Patientin jetzt mit? Was? Die Patientin muss mitnehmen, dass vor Beginn der Chemotherapie unbedingt eine Analyse der Lymphknoten erfolgen soll in der Axilla. Also wenn die Lymphknoten klinisch frei sind, muss man nichts machen. Und wenn die klinisch befallen sind, dann würde man diesen biopsieren, um das zu beweisen, um dann nach der Chemotherapie mit dem Arzt zu besprechen, wie ausgehend die Axilla behandelt werden sollen. Wir haben moderne Methoden, mit denen man die Axilla gezielt behandeln kann, die aber noch nicht ganz ausgereift sind. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die Patienten da in die Diskussion Vor- und Nachteile der axillären Dissektion versus gezielten Vorgehens einbezogen werden. Genau, Michael? Ich würde sagen, was nimmt die Patientin mit und vor allen Dingen, was nimmt der Doktor mit? Ich war bei einer Sitzung der Zertifizierungskommission der deutschen Brustkrebszentren vor etwa einem Monat in der Deutschen Krebsgesellschaft in Berlin und musste mit Erstaunen, und viele von uns mussten mit Erstaunen feststellen, dass entgegen der Leitlinie, muss man sagen, in nicht wenigen Fällen, 30% etwa, immer noch die Wächter-Lymphknotenuntersuchung vor der Neoadjuvant-Therapie gemacht wird bei unauffälligen Lymphknoten, was du ja, Christoph, in einem Nebensatz gesagt hast, das ist ja Standard, dass man es eben nicht macht. Ja. Es wird leider immer noch gemacht, also insofern kann ich nur auch hier wieder appellieren, bitte die Leitlinie lesen und bitte dann die Leitlinie auch applizieren. Aber vielleicht aus Patientensicht ist auch nur einen Schritt zurückzugehen ganz wichtig, dass man auf jeden Fall bei der HER2-positiven Erkrankung, es sei denn, es ist ein winzig kleiner Tumor und die Lymphknoten sind frei, auf jeden Fall vor der Operation die Chemotherapie mit der Anti-HER2-Therapie macht, weil ansonsten wir Therapiemöglichkeiten, um die Therapie noch zu verbessern, einfach nicht mehr zur Verfügung haben. Ich will es nicht zu sehr ausdehnen, aber ich denke, die Paola-Studie sollte man ganz kurz erwähnen. Es war der einzige Hauptvortrag aus Deutschland. Ich will es ganz kurz machen, weil es, denke ich, nicht practice-changing ist, wenn man hier sagt,
es wird nichts an der Therapie-Realität ändern. Es war letztendlich die Fragestellung, ob bei Patientinnen in der Regel triple-negativ mit einem triple-negativen Mammakarzinom, mit einer sogenannten homologen Rekombinationsdefizienz, was heißt, dass ein Krebs besonders auf platinhaltige Chemotherapien und einer PARP-Inhibition möglicherweise empfindlich ist, ob hier im Rahmen der neoadjuvanten Chemotherapie anstatt des der Platin-Chemotherapie auch der PARP-Inhibitor Olaparib gegeben werden kann. Am Ende des Tages war es eine Studie, die keinen Vorteil zugunsten der PARP-Inhibition in dieser Situation gezeigt hat. Interessanterweise unterschiedliche Ansprechraten bei jüngeren und hormonrezeptorpositiven Patienten, die man sich derzeit noch nicht gut erklären kann. Mein Fazit: ändert derzeit nichts. Der Standard ist weiterhin die platinbasierte neoadjuvante Chemotherapie beim triple-negativen Mammakarzinom. Kleiner Einwurf, ja. Ändert nichts, das wäre schlimm. Die Botschaft, die wir nochmal mitgeben sollten, ist, dass Frauen mit triple-negativen Karzinom immer mehr darauf achten sollten, dass sie wirklich genetisch beraten und getestet werden, um gerade bei dieser Thematik die maximale Information zu haben. Ganz kleiner Zwischenruf. Gut. Du wolltest auch zum Triple-Negativ. Vielleicht ganz kurz auch eine Frage zu dem, was Christian gesagt hat. Schafft unser System denn diese vielen Testungen, die jetzt eigentlich anstehen, die wir brauchen? Also ich würde gerne darauf direkt antworten. Eigentlich wollte ich zu dem von Christian Jakisch gemachten Statement noch was ergänzen, was ich natürlich unterstütze. Schafft es das System? Das muss es schaffen, denn ich kam gestern aus der Gyn-Onko-Sitzung und da wird noch mehr auf uns zukommen, auch beim Patienten mit metastasierten Gebärmutterkörperkrebs, also Endometriumkarzinom. Da gibt es ein paar Teste, die sind jetzt schon Routine. Da sprechen wir von Tumor Mutational Burden und Mismatch Repair, so nennen sich diese neuen Begriffe. Und beim Mammakarzinom wird es definitiv sein, die PD-L1-Expression, kommen wir gleich noch dazu, dann die von Professor Jakisch angesprochene BRCA-Mutationstestung in der Keimbahn, weil sie nicht nur prädiktive Relevanz hat für die Familie, sondern auch für die direkte Therapie der Patientin. Und last but not least wird in naher Zukunft auch die PIK3-Mutationsanalyse kommen. Dazu wird, glaube ich, die Nadja Habeck auch noch was sagen. Also insofern sind wir in gutem Diskurs mit unseren Pathologen, dass all diese Testungen a. qualitätsgesichert in der Routine zeitnah durchgeführt wird und b. das ist mir sehr wichtig, dass auch bezahlt wird von den Krankenkassen. Jetzt komme ich nochmal auf das triple-negative Mammakarzinom. Mich hat sehr gefreut, eine Nachbeobachtungsstudie der amerikanischen CALGB-Gruppe hier aus USA, Bill Saikoff, ein sehr bekannter Onkologe, der die Daten vorgestellt hat, der ehemals sehr gut bekannten Alliance-Studie, neoadjuvante Studie, und die stand ein bisschen so in der Kontroverse zu den Daten, die wir in Deutschland generiert haben aus der GEPA-6-Studie. Nun sieht man aber im Follow-up, in der Nachsorge dieser Patientinnen, die volle Anzahl der Paclitaxel-Zyklen bekommen haben, also Standard-Chemotherapie beim triple-negativen Mammakarzinom neoadjuvant, und die on top noch das Platin bekommen haben, die haben einen Überlebensbenefit. Das heißt, das deckt sich jetzt mit unseren Daten, das heißt, die Leitlinie in Deutschland wird damit noch mehr unterstützt, in der Routine Platin zu nehmen beim triple-negativen Mammakarzinom. Und was Wolfgang Janne gesagt hat, kann ich natürlich unterstreichen. Was bringt der PARP-Inhibitor noch on top? Oder kann der PARP-Inhibitor vielleicht das Platin noch ersetzen? Da müssen wir noch ein paar Studien machen, aber auch da stehe ich wieder unter dem Eindruck der Gyn-Onko-Sitzung gestern. Platinsensitives Ovarialkarzinom-Rezidiv, Studien mit PARP-Inhibitor, unglaublich durchschlagende Erfolge und vor allen Dingen zum Teil auch mit Verzicht auf Chemotherapie. Und das Deeskalationsthema beschäftigt uns ja alle, heißt chemotherapiefreie Regime. Christian Jakisch hat die Christine-Studie genannt und insofern freue ich mich, dass wir diese Daten haben, mit denen wir noch mehr Daten haben im Gepäck nach Hause, nach Deutschland, um interessante Studien zu generieren, wo wir deeskalieren, da wo es sein muss und da wo es auch sein muss, dann eventuell im Einzelfall eskalieren. Aber ich glaube, du wolltest zur Impassion-Studie noch was hören. Da sind wir ja dann im Metastasierten. Also okay, erstmal können wir Neoadjuvans und Adjuvans Nein. damit. Nein. Vielleicht zu den Triple-Negativen. Es wird immer, mir ist das ganz wichtig, weil ich dieses Poster wirklich vollkommen deplatziert fand in der Poster-Session aus Holland, eine retrospektive Analyse zum triple-negativen Mammakarzinom.
Und die Schwierigkeit ist ja, was machen wir mit den ganz kleinen Karzinomen? Und in der retrospektiven Analyse wurde ganz klar, dass auch die ganz kleinen triple-negativen Karzinome unter 5 mm, wenn sie ein schlechtes Grading haben, ein G3-Grading haben, von einer Systemtherapie profitieren. Das nehme ich mit. Das ist bis dato noch nicht, außer in den NCCN-Guidelines, annonciert worden. Das heißt also, die Mitarbeit des Pathologen ist von entscheidender Bedeutung, was das Grading hier betrifft, ob Systemtherapien gemacht werden oder nicht. Also Christian, ich wollte genau zu dem Thema auch was sagen. Ich muss sagen, das fand ich eine hochinteressante Studie. Habe mich da auch längere Zeit mit der Frau Stegen unterhalten. Mhm. Und sie sagt selber, das Problem ist halt, es sind retrospektive Daten. Richtig. Diese Daten kann man natürlich überinterpretieren und sagen, kleine Tumoren, triple-negativ, die brauchen gar keine Chemotherapie, weil die sogar eher Nachteile haben. Ne? Und dann, wie du sagtest, die mit der G3, also schlechten Differenzierung, brauchen unbedingt Chemotherapie, weil sie einen großen Vorteil haben. Aber wir müssen daran denken, das sind Daten, die sehr mit Vorsicht zu genießen sind, sind Hypothesen generieren. Man sollte diese Fragestellung in Zukunft untersuchen. Aber jetzt sind sie nur ein Hinweis und auf keinen Fall gleich in Leitlinien umzusetzen. Aber ich denke, dass auf jeden Fall für die Patientin mitgenommen werden muss, dass auch bei der triple-negativen Erkrankung, wenn der Tumor über jetzt 1-2 Zentimeter groß ist, auf jeden Fall vor der Operation chemotherapiert gemacht wird. Und man muss einen sehr guten Grund haben, beim triple-negativen Karzinom auf eine Chemotherapie ganz zu verzichten. Ja. Und was vielleicht auch noch, ich durfte ja die drei Beiträge dann der einen Postersitzung hier auch auf dem Kongress schon diskutieren, es gibt auch die Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn eine Kontraindikation gegen Anthracycline vorliegt oder so, eventuell auch bei der triple-negativen Erkrankung dann auf ein Anthracyclin zu verzichten und trotzdem mit Platin und einem Taxan eine sehr gute Chemotherapie zu haben. Und das wäre vielleicht ja auch eine Lösung für diese kleineren Tumoren, dass man einfach auf die Langzeitnebenwirkungen der Chemotherapie verzichtet und trotzdem eine effektive Therapie anbieten kann. Aber wir würden ja im Gegensatz zu den Amerikanern auch bei den kleineren triple-negativen Chemotherapie durchaus mit Platin kombinieren, gerade was recht gut vertragen wird, lieber auf die Anthracycline zum Beispiel. Genau, das Docetaxel-Carboplatin, was hier vorgestellt wurde, ist sicherlich für kleine Tumoren mit einem niedrigen Risiko bei der triple-negativen Erkrankung eine gute Alternative. Gut, dann leiten wir jetzt über zum triple-negativen metastasierten Brustkrebs. Michael, es gab ein weiteres Update der Impassion 113. Genau, vielleicht vorweg gesagt, ich kann es nur wiederholen, bei mir persönlich und ich glaube auch bei vielen meiner Kollegen schlugen die Daten der Impassion-Studie, die der Peter Schmidt zum ersten Mal vorgestellt hat auf dem ESMO Breast, Oktober 2018 in München, ja, ich würde mal bildhaft sagen, wie eine Bombe. Christian Jakisch hat auf dem Brustkrebs Deutschland Interview sehr schön das Prinzip der T-Zell-Checkpoint-Inhibition mit dem Bettlaken dargestellt, also für mich ist es ein besseres Bild, gibt es nicht für die Wirkung dieser Therapie und wir erleben auch hier auf dem ASCO 2019 unglaublich viele Karzinomentitäten. Ist ja dann der Vorteil, dass man auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen kann und andere Karzinomentitäten und sich mit Kollegen abends unterhält und die T-Zell-Checkpoint-Inhibitoren oder die immunonkologischen Therapeutika sind nach jetzt, was weiß ich, 5, 6, 7 Jahren eigentlich nicht nur in der Routine angekommen, sondern man stellt sich Fragen, welche Karzinomentität könnte davon profitieren. Die erste, die davon profitiert, ist das triple-negative Mammakarzinom. Impassion 130-Studie, eine Standardchemotherapie mit dem Nab-Paclitaxel und dann eben on top zum Nab-Paclitaxel diese neue Substanz, das Atezolizumab, das geht mittlerweile auch über die Zunge, am Anfang war es immer schwer, das auszusprechen. Und das ist ein sogenannter PD-L1-Inhibitor oder T-Cell-Checkpoint-Inhibitor. Und die Daten, die auf dem ESMO vorgestellt wurden, dann die Untergruppenanalyse der PD-L1, überexprimiert, nicht überexprimiert in San Antonio und jetzt nochmal ein Update, eine neue Analyse des Überlebens. Auch wenn der Unterschied nicht mehr so riesig groß ist, aber der Unterschied ist da und fürs Überleben sind das ja die Daten, auf die Patientinnen und wir warten und hoffentlich auch der gemeinsame Bundesausschuss dann anerkennen wird. Das zeigt ja nur, dass dieses eher immunogen wirkende Karzinom, das Triple-Negative, gut mit immunonkologischen Therapien angegangen werden kann. Große neoadjuvante Studien, adjuvante Studien sind in Planung, sind am Laufen. Für die metastasierte Situation setzen wir es nach Einzeleinträgen schon ein, aber auch da, wie meine Vorredner gesagt haben, ist es wichtig, dass der Pathologe eine qualitätsgesicherte Diagnostik im Tumor macht, mit spezifischen Antikörpern,
und eben nicht nur am Tumor, sondern insbesondere an den Immunzellen, die in den Tumor hineingehen oder um den Tumor herum sind. Wenn man dieses Merkmal hat, diese PD-L1-Überexpression, dann sind die Patientinnen Kandidatinnen für diese Therapie, metastasiert erste Linie. Und insofern freue ich mich, dass wir jetzt mit nochmal neuen Daten im Gepäck zurückgehen nach Deutschland. Ich hoffe natürlich, dass im Laufe des Jahres die Substanz auch zugelassen wird, damit diese Einzelantragsarbeit dann ersetzt wird, weil unsere Assistenten und Oberärzte haben ja ziemlich viel zu tun, oder ich würde sagen sehr viel zu tun, und dann noch Anträge schreiben an die Krankenkassen muss ja nicht unbedingt auch noch sein. Wenn ich ganz kurz nur, Michael, ich merke, du bist ganz enthusiastisch. Die Geschichte mit den Bettlagen musst du uns dann nachher noch erklären. Nee, hat der Christian erklärt. Auch meine führende Patientin. Aber ich denke, wir müssen auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Das hat auch das ASCO hier gezeigt. Da ist noch ein langer Weg hin, bis wir diese ganzen Medikamente wirklich in der Routine für die meisten Patienten einsetzen können. Das sind ja in dem Fall nur die kleine Subgruppe der Patienten, die eben diese PD-L1-Überexpression haben. Und das, was wir vielleicht nicht für dieses Jahr oder fürs nächste Jahr, aber vielleicht für die Zukunft mitnehmen können, fand ich auf diesem ASCO ganz interessant, dass man eben versucht, durch eine gescheite Kombination von zielgerichteten Substanzen zum Beispiel zu erreichen, dass diese Immuntherapeutika noch besser wirken, indem eine höhere Expression von PD-L1 zum Beispiel stimuliert wird. Also ich glaube, dahin wird der Weg in Zukunft gehen, aber momentan müssen wir die Brötchen noch klein backen und sagen, es gibt manche Patienten, die von PD-L1 profitieren können, und sie profitieren ja auch nicht mal so sehr von der Remission oder von der Hemmung der Progression, profitieren ja vor allen Dingen in Richtung Überleben. Ne? Also 10 Monate längeres Überleben ist ja durchaus eine Zahl. Ne? Kann ich nur unterstreichen, wenn man sich die Entität anschaut, und es sind 8% in etwa der Gesamtpopulation, aber an diesen Strohhalmen greifen die Patientinnen oder danach greifen die Patientinnen und wir natürlich als Therapeuten auch. Und es wird noch mehr kommen, Christoph, da weiß ich, da stimmst du mir hoffentlich zu, wo wir bei seltenen Mutationen, Stichwort molekulares Tumorboard, auch gezieltere Therapien einsetzen. Es gab hier in Chicago auf dem ASCO nochmal eine Zusammenkunft einer Organisation, die nennt sich TAPUR, wo die Krankenkassen, die Pharmaindustrie und die Patientenorganisationen mit den Therapeuten sich zusammensetzen und nach solchen seltenen Mutationen suchen, im Rahmen eines Programmes, also nicht irgendwie Wildwuchs, um dann gezielt Therapeutika einzusetzen, die für diese seltenen Mutationen gezielt einsetzbar sind, aber dann auch die Ergebnisse zeigen müssen, weil wir müssen ja die 1000 PS, die wir dann im Labor bringen, die müssen wir dann auf die Straße bringen. Also ich kann dir nur zustimmen, immer wieder kleine Patientinnenkollektive, die wir aber immer gezielter behandeln können. Und was Christian Jakisch gesagt hat, auch zu dem ersten PARP-Inhibitor, der jetzt bei der metastasierten Situation zugelassen ist, also Patientinnen mit einer BRCA-Mutation und einem metastasierten Brustkrebs, da jetzt ein Medikament, das gezielt eingesetzt werden kann, verfügbar ist. Und insofern freue ich mich, dass wir mit solchen Daten wieder zurückgehen können und unseren Patientinnen sagen, ja, wir haben eine neue Möglichkeit und die bringt was. Erklär doch bitte kurz, was ist eine BRCA-Mutation? Na, für die es vielleicht doch noch nicht wissen. Ziemlich einfach. Allgemeingut. Das ist Allgemeingut, genau, das ist Allgemeingut. Also auf den Punkt gebracht, etwa, wenn man ein unselektioniertes Patientinnenkollektiv nimmt, bei den Hormonrezeptorpositiven haben in etwa 5% aller Hormonrezeptorpositiven Patientinnen eine BRCA-Mutation, bei den Triple-Negativen sind das etwa 10%, also es ist nicht sehr häufig, aber wenn man diese Mutation in der Keimbahn feststellt, dann haben die Patientinnen die Möglichkeit, mit solchen neuen Therapien behandelt zu werden. In der Adjuvant-Neoadjuvant-Situation im Rahmen von Studien, Olympia-D und so weiter, und außerhalb von Studien jetzt mit dem ersten zugelassenen Medikament, dem Olaparib, bei diesem eben mutierten Karzinom. Beim Talazoparib habe ich jetzt auf dem ASCO-Meeting auch bei einer Zusammenkunft teilgenommen der Kolleginnen weltweit. Die Substanz wird auch in Europa demnächst irgendwann einmal in ein paar Monaten zugelassen werden von der Zulassungsbehörde, und dann hoffe ich, dass wir das zweite Medikament zu dieser Indikation auch bei diesen Patienten verfügbar haben. Prima. Noch keine Kommentare. Gut. HER2-neu-positives metastasiertes Mammakarzinom. Da hatten wir hier sehr schöne Langzeitdaten, die gezeigt wurden von der Cleopatra-Studie. Ja, Cleopatra. Ich weiß gar nicht, warum sie so genannt worden ist, die Studie. Aber um mal ein bisschen weiter auszuholen, vor etwa 23 Jahren ist ja erstmalig gezeigt worden, dass durch einen monoklonalen Antikörper
der gegen das HER2-Protein gerichtet ist, in Kombination mit einer Chemotherapie bei metastasierten Patienten eine Überlebensverlängerung erreicht werden kann. Das war die Studie von Dennis Lehmann, wir nennen sie eigentlich nur die Clinical Trial. Und das war so im Bereich von 25 Monate statt 20 Monate mittleres Überleben. Die Zeit danach hat sich beschäftigt, wie man das weiter optimieren kann. Man kann immer das Glas Wein halb leer oder halb voll sehen. Und man muss natürlich überlegen, was passiert mit den Patienten, die nicht so gut ansprechen, was passiert mit den Patienten, die doch früher wieder in die Progression gehen und früher sterben, kann man denen nicht auch was helfen? Und man hat dann mit verschiedenen Maßnahmen versucht, durch Kombination mit diesem Antikörper Trastuzumab andere anti-HER2-wirksame Substanzen, kleine Moleküle, die gegen die internen Signale arbeiten, wie Lapatinib oder andere Antikörper wie das Pertuzumab, die den Signalweg auf der Zelloberfläche noch weiter stören, und hat festgestellt, dass die Kombination dieses zweiten Antikörpers Pertuzumab mit diesem primären Antikörper Trastuzumab deutliche höhere Ansprechraten erreicht. Und man hat das dann in einer klinischen Studie bei der metastasierten Situation untersucht. Wiederum ein Taxan kombiniert mit eben diesen Anti-HER2-Antikörpern in der Standardgruppe, das was damals der Standard war, so 2010, die Patienten, die Therapie, die allen Patienten gegeben wird, wenn sie metastasiert sind und HER2-positiv sind, nämlich ein Taxan mit Trastuzumab, also ein Herceptin. Und in der experimentellen Gruppe haben die Patienten dann noch diesen zweiten Antikörper dazu bekommen, also Docetaxel und wir nennen das heute kurz duale Blockade, also Antikörper Pertuzumab und Antikörper Trastuzumab. Im Effekt hat das dazu geführt, dass nach 5 Jahren fast die Hälfte der Patienten noch gelebt hat. Das waren die Daten, die vor ungefähr 3 Jahren publiziert worden sind von Sandra Swain aus der Studiengruppe, weltweite Studiengruppe. Und sie hat jetzt im Prinzip 10-Jahres-Daten nochmal vorgestellt mit reifen Daten für die 8-Jahres-Nachbeobachtung. Und da konnte man auch nochmal sehen, dass eben, ja, ich glaube, es waren über 37% der Patienten mit HER2-positiver metastasierter Erkrankung 8 Jahre nach der Diagnosestellung noch gelebt haben, unter dieser doppelten Blockade. Und in der Kontrollgruppe, die Patienten, die dann nur Docetaxel mit dem einen Antikörper bekommen hatten, waren es eben nur 20%. Das ist ein ganz massiver Erfolg. Dieser Vorteil des zusätzlichen Antikörpers hat sich eben über die lange Zeit fortgesetzt zum klaren Überlebensvorteil für die Patientinnen. Und ich denke, man muss das auch wieder im Gesamtzusammenhang sehen. Wir wissen, dass vor ungefähr 20 Jahren die Arbeitsgruppe aus dem MD Anderson Cancer Center in Houston, Texas, einfach mal Daten vorgelegt hat, wie viele Patienten haben eigentlich ein Langzeitüberleben bei der Metastasierung. Das ist ja immer die Situation, wo wir sagen müssen, ja, behandeln können wir die Metastasierung, aber wir werden sie nicht heilen können. Und er hatte gezeigt, es gibt eine kleine Gruppe von 10, vielleicht 15%, die tatsächlich auch ein Langzeitüberleben haben. Und speziell jetzt bei dieser HER2-positiven Erkrankung, die eigentlich eine sehr aggressive Erkrankung ist, haben wir plötzlich Zahlen von 37% nach 8 Jahren. Das muss man einfach, 37% leben noch, 2/5 leben noch nach 8 Jahren. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein Riesenerfolg. Ist es nicht sogar so, dass Sie nicht, sagen wir mal in Anführungsstrichen, nur überlebt haben, so lange, sondern dass Sie ja gar kein Voranschreiten der Erkrankung hatten in der Genau, Zeit. Also ganz wichtig ist, Sie haben auch eine Zeit, die eigentlich therapeutisch eine sehr günstige Zeit ist, weil Sie nur alle 3 Wochen diese Antikörperkombination bekommen müssen und die Chemotherapie ja nur für 6 Zyklen am Anfang gegeben wird und dann aufgehört wird. Also die Patienten haben ein halbes Jahr Chemotherapie und dann eben jahrelang diese Antikörperblockade. Ist nicht ganz ohne Nebenwirkungen, muss man sagen. Manche Patienten leiden unter Durchfällen und so, aber es ist behandelbar. Therapiepausen oder sowas kann man vielleicht auch mal machen, aber letztendlich haben Sie eine Dauertherapie über diese 8 Jahre bekommen, ohne Chemotherapie. Um die aggressive, metastasierte Erkrankung zu stabilisieren und das funktioniert. Und ich denke, das steht auch im Gesamtzusammenhang mit der massiven Verbesserung des Überlebens, die wir beim Brustkrebs insgesamt haben. Wir wissen, dass heutzutage in den Brustzentren die ganzen Patienten aus der Primärdiagnose, wenn wir die nachbeobachten, haben wir nach 10 Jahren immer noch weit über 90% überleben. Also für uns ist es ja Routine, dass wir diese Kombination bei unseren metastasierten Patientin einsetzen und eine Selbstverständlichkeit. Ich stehe noch unter dem Eindruck eines Posters von vorgestern, wo genau zu diesem Thema Überlebenskurven gezeigt wurden, hier aus USA, das nennt sich dann Disparity, Ungleichbehandlung,
wo die staatlich versicherten Patientinnen um 30% gerade bei diesem Thema schlechteres Überleben hatten als die Privatversicherten. Also hast du gesehen. Also ich gehe mit einer Message im Gepäck zurück und freue mich auf dieses Land, wo ich behandeln darf. Und ich hoffe auch, dass die Politik uns zuschaut, denn wir machen schon einen guten Job. Gut. Nadja, es gab gibt eine koreanische Studie. Vielleicht magst du zu der kurz etwas sagen. Ja, ich denke, so der Höhepunkt auch des heutigen Tages, es wird ja live jetzt ausgestrahlt, ist die hormonempfindliche metastasierte Brustkrebserkrankung HER2 negativ, wo es um die Frage geht, wann setze ich antihormonell basierte Therapien ein, auch mit den neuen CDK4/6-Inhibitoren. Da gab es eine koreanische Studie, die eigentlich was sehr Intelligentes gemacht hat. Die haben nämlich geguckt, bei jungen Frauen, wenn ich mit einem CDK4/6-Inhibitor und einer Antihormontherapie behandle, ist das besser oder schlechter als eine Chemotherapie, weil man ja oft noch so den Gedanken hat, antihormonell basiert Tabletten kann gar nicht so gut sein wie eine Chemotherapie, die schnell wirkt und vielleicht auch mehr Nebenwirkungen hat. Und hat sich gezeigt, und ich glaube, das bestätigt auch den Weg, den wir in Deutschland gehen, dass die Chemotherapie schlechter ist als die Antihormontherapie. Patienten unter der antihormonell basierten Therapie mit dem CDK4/6-Inhibitor leben einfach ein halbes Jahr länger ohne fortschreitende Erkrankung. Und ich glaube, das zeigt nochmal, dass bei jungen Frauen, und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, würde sagen, das wird bei den älteren Frauen nach dem Wechsel nicht viel anders sein, die antihormonell basierte Therapie heute mit den CDK4/6-Inhibitoren eine so gute Therapie ist, dass man nur im Einzelfall, wenn wirklich eine lebensbedrohliche Situation besteht, bei dieser Erkrankung dann auf eine Chemotherapie erstmal zurückgreifen muss. Und ich meine, das bringt mich auch zu meinem persönlichen Höhepunkt jetzt des ASCOs, wird gleich noch in der Hauptsession vorgestellt, haben wir schon in der Pressekonferenz und gesehen, die Daten, die Mona Lisa 7 Studie, eine Studie, die auch in Deutschland gelaufen ist, wo wir auch aus Deutschland sehr wertvolle Kommentare zum Studiendesign gemacht haben. Patientinnen, junge Frauen mit Unterdrückung der Eierstockfunktion, dann einem Aromatase-Hemmer oder auch Tamoxifen und Ribociclib behandelt, das ist ein CDK4/6-Inhibitor, gegenüber der alleinigen antihormonellen Therapie ohne den CDK4/6-Inhibitor. Das ist so zugelassen, weil die Zeit bis zum Fortschreiten der Erkrankung verdoppelt wird. Und wir werden jetzt gleich sehen die Überlebensdaten aus dieser Studie. Und es ist die erste Studie mit einem CDK4/6-Inhibitor in der Metastasierung, die ein positives Gesamtüberleben, signifikant verbessertes Gesamtüberleben zeigt. Nach 3,5 Jahren leben bei den mit Ribociclib behandelten jungen Frauen noch 20% mehr. Und ich glaube, das sind Daten, da muss man einfach nur sagen, das muss umgesetzt werden. Und wir sehen ja in Deutschland auch in dem Prägnantregister zum Beispiel, dass wir sehr rasch diese CDK4/6-Inhibitoren mit einfließen haben lassen in unser Therapiekonzept und dass die Chemotherapie immer weiter zurückgedrängt wird. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt vorwärts. Und die Daten sind toll und ich glaube, das wird vielen jungen Frauen helfen. Aber vielleicht auch nochmal ganz wichtig, man verpasst nichts, wenn man die Chemotherapie dann erst irgendwann macht, wenn es wirklich sein muss. Mit dieser antihormonell basierten Therapie ist einfach eine gute Therapie. Die Nebenwirkungen sind eigentlich vor allem bei den Blutbildern zu sehen, was die Patienten nicht beeindruckt. Und gerade aus der Mona Lisa 7 Studie haben wir letztes Jahr auf dem ESMO schon vorgestellt, die Aktivität der Patienten und auch wie sie sich im Arbeitsprozess einfinden, leidet nicht unter dieser Therapie. Und ich glaube, das ist eigentlich die beste Botschaft, die man nach Hause senden kann jetzt heute Morgen. Ist das nicht insgesamt, sagen wir mal, für diese CDK4/6-Inhibitoren eine Bestätigung, dass sie ein Bestandteil der Therapie heutzutage sind? Nadja, darf ich noch mal kurz fragen? Ich habe jetzt gerade versucht, mich hinter die Kamera zu stellen und dir zuzuhören, was ich sehr genieße. Du hast gesagt, 20% mehr nach 3 Jahren. Da ich die Daten leider, muss ich sagen, nur von den schönen Glanzbroschüren der Pharmaindustrie, die Sie hier schon verteilt haben, gesehen habe, und die Daten erst heute vorgestellt werden und du sie aber schon kennst, deswegen können wir das jetzt gerne auch hier nochmal diskutieren. Wie viel war denn
das Überleben, wie viel Prozent verglichen mit wie viel Prozent nach 3 Jahren? Also nach 3,5 Jahren, und ich, vielleicht bin ich auch in meinem Enthusiasmus etwas voreingenommen, weil ich auch Co-Autorin dieser Arbeit bin, aber es waren 46,9% in der rein antihormonell behandelten Therapie und über 70,2%, glaube ich, bei den mit Ribociclib behandelten Frauen, und das sind schon Unterschiede, das kriegen wir durch keine Chemotherapie hin, und deswegen bin ich wahrscheinlich auch so begeistert. Ich auch. Also den Enthusiasmus würde ich wirklich gerne teilen. Das ist auf der einen Seite die Evidenz, die Daten, die wir haben, aber jetzt sind auch vor allem die Therapeuten gefordert, in ihrem mit viel Wissen angefüllten Kopf auch zu überlegen, hier hat sich eine neue wirkliche Therapiemöglichkeit eingestellt. Also Nadja hat das ja eben nochmal gerade gesagt, das schafft keine Chemotherapie. Das wird häufig angedacht, und ich kann nur meine persönliche Lernkurve hier anbringen. Man muss sich dann auch irgendwann einmal trauen, die Daten, die man sieht, in den Alltag zu übertragen, sonst werden sie die Dias und die Projektionsleinwände nicht verlassen und der Nutzen der Patienten kommt nicht an. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wollen wir hier, glaube ich, alle unterstützen. Man muss sich im Leben einfach mal was trauen, das gilt auch in der Behandlung des metastasierten Mammakarzinoms. Nadja, die Daten aus der Prägnanzstudie von Peter Fasching zeigen ja, dass durchaus eine Lernkurve da ist für die Patienten mit metastasiertem hormonrezeptor-positiven Karzinom. Wir haben früher viel zu viel Chemotherapie gemacht. Jetzt fangen die endokrinbasierten CDK4/6-Kombinationsinhibitoren-Therapien zu greifen. Trotzdem, du hast die koreanische Studie erwähnt. Ehrlich gesagt, bis wir die Deutschen jetzt aufgestanden sind und so eine Studie gemacht haben und geplant haben, haben die Koreaner sich schon durchgeführt. Knallhart gesagt, würdest du jetzt nur eine Studie auflegen, wo man vergleicht Chemotherapie mit einer CDK4/6-basierten Inhibition in der ersten Linie, oder ist dieser, wie ich so gern den Christian zitiere, der Drops gelutscht, und dann würden wir sagen, ich traue mich nicht mehr, sondern ich mache immer in der ersten Linie den CDK4/6-Inhibitor, gerade im Licht dieser Daten, zusammen mit einer endokrinen Therapie, und schiebe die Chemotherapie so weit es geht nach hinten. Also es laufen ja noch Studien zu dem Thema, und es ist ja nicht gesagt, dass das Gesamtüberleben sich verändert, je nachdem, mit was ich anfange. Und ich denke, die Studien, die noch laufen, haben ihren Stellenwert. Da geht es ja auch um die Frage, wie viel Zeit verbringt die Patientin in der Klinik, wie ist das unter Chemotherapie. Also ich würde sagen, laufende Studien lassen wir laufen, und vielleicht auch aus eigener Sicht, wir starten ja in Deutschland jetzt durch die WSG eine Studie in ganz Deutschland an 80 Zentren, wo wir in der frühen Erkrankungssituation, das heißt in der adjuvanten Therapie, CDK4/6-Inhibition mit Ribociclib vergleichen mit einer Chemotherapie, weil die Patienten mit einem hormonempfindlichen Tumor in der Ersterkrankungssituation nicht alle von der Chemotherapie profitieren, und vielleicht muss man einfach die Antihormontherapie etwas verbessern, und das versuchen wir jetzt in der Adapt-Cycle zu lösen, und ich glaube, das ist eine sehr zeitgemäße Studie im Moment. Christian, du wolltest, glaube ich. Nein, ich wollte gar nichts mehr sagen, okay. Weil ich denke, es ist alles gesagt. Genau. Ich denke, wir haben eine gute Zusammenfassung der wichtigen Sachen hier vom ASCO 2019. Vielleicht, du wolltest, glaube ich, noch ganz kurz was... Ja, ich denke, wir sollten fair sein. Es gab noch einen weiteren Vortrag, der ja auch im New England Journal parallel publiziert wurde, ohne das jetzt zu sehr auszuweiten. Es ging nochmal um den Oncotype-DX-Test, Taylor-X-Studie, wo die Kollegen sehr schön gezeigt haben, dass diese Tests nicht kritiklos einzusetzen sind, sondern immer, dass man auch die klinische Risikosituation im Auge behalten muss und gerade bei jüngeren Frauen eben auch schauen muss, was sagt das klinische Risiko, und nicht blind einem Testergebnis vertrauen kann. Und ich glaube, wir haben in Deutschland ja 4 Tests, die wir auch in der Leitlinie empfehlen, und ich glaube, das Allerwichtigste ist, am 20. Juni entscheidet der GBA, und es ist einfach an der Zeit, dass hier eine Entscheidung für die Übernahme dieser Tests in die Routineversorgung gemacht wird, weil wir ansonsten vielen Patienten wahrscheinlich immer noch zu viel Chemotherapie anbieten, aus der Sorge heraus, dass wir sie untertherapieren. Aber wie gesagt, die Daten zeigen eigentlich das, was wir in den deutschen Leitlinien schon immer gesagt haben, man soll diese Tests einsetzen, wenn man anhand der klassischen klinischen Faktoren noch Unsicherheiten hat, und das ist wahrscheinlich bei einem Drittel der Patienten maximal der Fall. Ich denke, da kann ich auch von Patientenseite sagen, dass wir sehr hoffen, dass eine positive Entscheidung zur Kostenübernahme am 20. vom GBA gefällt wird. Für alle Tests. Ich habe ja nicht... Nein, überhaupt, weil die Situation jetzt, sie sind angekommen, sie werden angewandt,
Und letztendlich bleiben die Patientinnen, wenn es blöd läuft, auf den Kosten sitzen. Also dazu kann ich vielleicht aus erster Hand berichten. Wir waren Vertreter in der Februarsitzung beim gemeinsamen Bundesausschuss, haben unsere Argumente aus wissenschaftlicher, unabhängiger, objektiver Sicht dargestellt, wie Nadja schon gesagt hat. Man muss den klinischen Verstand einsetzen, nicht in jeder Situation ein Multigen-Assay, aber da, wo es nötig ist. Und dann muss er aber dann auch ersetzt werden, das heißt, die Kosten müssen erstattet werden. Denn, wie du sagst, Renate, dich erreichen viele Beschwerden von Patientinnen, mich erreichen die Beschwerden des Pathologen, der sagt, ja, und wer zahlt mir das dann? Insofern ist es eine ungute Situation, die hoffentlich jetzt am 20. Juni gelöst wird. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, hoffentlich im Sinne, dass alle Tests, die auf dem deutschen Markt verfügbar sind und gute Daten haben, dann auch zur Erstattung zugelassen werden. Gut, damit vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt. Der nächste Livestream wird es aus San Antonio geben im Dezember. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute.